Wir sprechen ja jetzt heute im Schwerpunkt über ein CQB, über ein Assault Setup. Ich persönlich könnte mir es niemals verzeihen, wenn ich in irgendeiner Situation meine Pistole verlieren würde. Und gerade für den Dienstgebrauch ist es sehr, sehr zweckmäßig, muss man ganz klar sagen. Hey, servus Leute. Heute sprechen wir mal ein bisschen über das Thema Ausrüstung. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit dem Belt Setup. Allgemein sprechen wir erstmal allgemein über Ausrüstung, wo man was platzieren kann, was gibt es so für Grundsätze, die man beachten sollte. Und dann schauen wir uns mal, wie gesagt, das Belt Setup an, wie wir uns das gestaltet haben, warum wir das so nutzen. Und dann denke ich mal, im weiteren Verlauf in den nächsten Folgen oder sowas gehen wir dann noch auf mehr Sachen ein, wie in Plattenträger, Helm Setup etc. Ganz genau. Bevor wir aber groß beginnen, ist uns ganz wichtig aufzuführen, Ausrüstung ist nicht alles. Ganz im Gegenteil, Ausrüstung ist immer nur supplementär zu dem Trainingsstand, auf dem man sich befindet. Ein schlechter Soldat wird nicht besser oder ein schlechter Polizist wird nicht besser durch gute Ausrüstung. Das ist einfach, das muss erstmal gesagt werden, ja, als Grundlage. 100%. Das soll dann nur das Arbeiten erleichtern, wenn man die Sachen sich so platziert oder so trainiert mit den Dingen. Das ist halt einfach zweckmäßig, dass es für den Auftrag vor allem auch angepasst ist, weil das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir sprechen ja jetzt heute im Schwerpunkt über ein CQB, über ein Assault Setup. Das ist jetzt kein Setup, wo ich sage, mit dem ich jetzt wirklich ewig lang Wahlkampf durchführe und was ich für Sachen mache, einfach nur als Beispiel. Das ist auch mal wichtig, dass man es in den richtigen Kontext bringt, das Ganze. 100%. Nichtsdestotrotz, gute Ausrüstung ist essentiell, dass ich wirklich auf dem Niveau arbeiten kann, auf dem ich arbeiten möchte, weil ich würde es mir niemals erlauben, ich kann es mir niemals leisten, dass meine Ausrüstung sozusagen aufgibt, dass die sozusagen da scheitert, wenn ich eigentlich nach vorne möchte. Und dementsprechend soll man sich auch unbedingt mit seiner eigenen Ausrüstung auseinandersetzen. Ob der Dienstherr mir jetzt was zur Verfügung stellt, womit ich arbeiten muss gegebenenfalls oder arbeiten kann, damit sollte ich mich auseinandersetzen. Ich sollte wissen, wo sind die rechte, linke Grenzen von diesem Produkt, was ich da habe, weil letztendlich, auch wenn ich bei der Bundeswehr, bei der Polizei bin, ein Produkt, was ich da zur Verfügung gestellt bekomme, das ist von einem Hersteller, ein Produkt von einem Hersteller, was in irgendeiner Auswahl ausgewählt wurde, dass ich das jetzt hier in meinem Dienst führen soll. Und natürlich abhängig von der Einheit, wo man ist, ist es nochmals vielleicht auch gar nicht gern gesehen, dass man zum Beispiel private Ausrüstung nochmal supplementär hinzu trägt. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier mit unserer Ausrüstung, die wir uns frei zusammengestellt haben. Und ja, Genau, wie du es auch schon gesagt hast, das ist halt immer wichtig. Ich muss erstmal, bevor ich mir überhaupt ein Setup zusammenstelle, muss ich erstmal verstehen, was ist überhaupt mein Auftrag? Was ist mein Auftrag? Wo befinde ich mich gerade und was will ich mit dem Zeug überhaupt machen? Und natürlich kann ich mir, wenn ich jetzt irgendwo, ich nehme jetzt einfach irgendein Beispiel, irgendwo Soldat in irgendeinem Geschäftszimmer bin, kann ich mir ein super geiles CQB-Setup zusammenbasteln. Wenn es aber nicht das ist, was ich für meinen Auftrag brauche, dann ist das vielleicht trotzdem zweckmäßig das Setup für irgendein Szenario, was ich mir gerne im Kopf zusammenspinne, was ich gerne machen würde. Aber im Endeffekt habe ich dann irgendein Szenario, wo ich wirklich arbeiten muss, was ein ganz anderer Auftrag ist und dann komme ich mit dem Zeug nicht klar. Deswegen ist es auch wichtig, dass man es das immer anpasst. Ja, wir fangen jetzt heute mal an. Wir haben schon gesagt, als allererstes unser Gürtel. Wir gehen mal auf unseren Gürtel ein, von wem wir unseren Gürtel überhaupt haben. Wir nutzen den Gürtel von MD Textil, sind sehr zufrieden damit, muss man sagen. Wir haben immer so einen Aufgürtel, also den man über einen anderen Gürtel drüber klettet. Das werdet ihr da später noch sehen. Funktioniert sehr, sehr gut, das Setup. Das hält auch sehr, sehr gut. Ich war jahrelang immer der Meinung, okay, nee, ich mache mir das immer direkt an meinen Gürtel dran. Hat auch keine großen Nachteile, außer wenn man wirklich mal sagt, ich muss meine Hose waschen, was weiß ich was. Dann habe ich die ganzen Taschen direkt an meinen Gürtel dran und muss die immer wieder abmachen. Und dann muss ich das wieder dran friemeln, das ganze Zeug, auch wenn ich meine Hose waschen muss etc. Das ist einfach mega ärgerlich. Habe ich auch, wie gesagt, das mit dem Drüberkletten probiert und bin super zufrieden damit. Was ich selber nicht tragen würde, ist einfach nur ein Belt, den man einfach nur so drüber trägt. Bin ich gar kein großer Freund davon, weil das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis er verrutscht. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der verrutscht. Sobald Belastung, Stress, irgendwas Unkonventionelles da ist, Ja. ist halt ärgerlich und dann ist meine Ausrüstung nicht mehr an der Stelle, wo ich mir die antrainiert habe, in meinem Trockentraining, in meinem sauberen Training, Ja. dass ich dann zum Beispiel meine Pistole schnell ziehen kann, schnell Magazin wechsle, wenn das plötzlich alles einfach kreuz und quer steht und damit wäre ich auch, weiß Gott, nicht happy. Ja. Und darüber hinaus ist es auch so, sobald sich der auch viel bewegen kann, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass über lange Zeit zum Beispiel Druckstellen oder so entstehen, ist einfach höher, weil ich hier mit so einem Setup, was eben fest an mir dran ist, zum Beispiel entweder indem es direkt an den Gürtel ran gemacht ist, also an die Hose angemacht,
oder eben mit dem Klettgürtel, kann ich eben genau bestimmen, wo welcher Ausrüstungsgegenstand ist und kann das eben mir, mein eigenen, also an meinem eigenen Körper dann auch gegebenenfalls so anpassen, dass es eben zum Beispiel nicht irgendwie ärgerlich auf dem Hüftknochen oder so etwas sitzt. Besonders wenn ich auch vorhabe, das eben für eine geräumere Zeit, also eine geraume Zeit zu tragen, die Ausrüstung, und eben nicht nur schnell für 5 Minuten für ein Bild oder was weiß ich. Und ist reproduzierbar. Das ist eines der wichtigsten Sachen bei meiner Ausrüstung. Das muss reproduzierbar sein. Ich muss immer wieder die gleichen Handgriffe in die gleiche Richtung führen können und nicht auf einmal an den Rücken greifen und dann irgendwann wieder doch vorne in die Hosentasche, wenn ich ein Magazin haben will. Das geht alles. Man kann alles trainieren. Ich kann mir meine Magazintaschen auf meine Stirn kleben und kann das trainieren, dass ich die von da hole. Ob das zweckmäßig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir das ja antrainieren. Ich kann mir das andrillen. Es sollte halt nur in einem zweckmäßigen Kontext sein. Und es gibt gewisse Dinge, da kann man sich das Leben ein bisschen einfacher machen. Und da kommen wir dann später dazu, wenn wir uns mal die Magazin- und die Pistolenplatzierung anschauen. Das heißt, der Gürtel von MD Textil, sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Qualitativ super Produkt, hergestellt in Deutschland. Das ist uns, wir achten da auch sehr, sehr gerne darauf, dass wenn wir Produkte wählen, dass wir dann was nehmen, was auch in Deutschland hergestellt wird. Weil es gibt in Deutschland gute, super Ausrüstung und da muss man nicht großartig andere Märkte anschauen. Ja, dann schauen wir uns mal unser iFake an. Wir tragen unser iFake mittlerweile als Bauchtasche. Wir haben es lange auch als Ziehtasche hinten am Rücken getragen, wo man das rechts und links rausziehen kann. Das kennt ihr bestimmt auch. Jetzt mittlerweile als Bauchtasche. Da haben wir uns auch vom Marc beraten lassen, von der Airborne Medical Group. Der macht das seit Jahren so. Haben uns gedacht, okay, komm, wir schauen uns das mal an, natürlich, wie immer. Wir probieren das mal. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr geile Sache, weil man kann das am Rücken tragen, man kann sich das einfach nach vorne auf den Bauch ziehen, wenn man das möchte. Man kann das einfach abmachen. Und was immer der Nachteil ist bei den Rausziehtaschen, das zieht man einmal raus und dann liegt das Zeug halt da. Dann hat man es da, Dann hat genau. man da so einen Flappen da liegen, der liegt dann da und den wieder wegzustecken, ist manchmal schwierig, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Abwurfsack oder irgendwas dabei hat. Und die Tasche, die ist da einfach, man arbeitet aus der Tasche heraus und wenn man die halt sich wieder umschnallen will, dann nimmt man die einfach wieder in die Hand, macht das Ding zu und dann kann ich mir die sogar am Hals hängen, was weiß ich was. Wie ich lustig bin, wenn ich mal richtig schnell weg muss aus irgendeinem Grund. Oder ich nehme es halt erst gar nicht ab, wenn es gar nicht notwendig ist, weil in der Regel arbeitet ja mit dieser Bauchtasche, arbeitet ja jemand an mir. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn wir jetzt im Setup unterwegs sind, in einem Team irgendwo arbeiten, dann sollte ja das iFake, was ich an meiner Person trage, ist ja für mich da, wenn ich verwundet bin. Genau, das iFake, Und das Individual First Aid Kit, ist ja für das genau, Individuum. Genau. genau. Und das ist nicht dafür da, dass ich jetzt primär an wem anders mit meinem Zeug arbeite. Die Situation gibt es natürlich auch, wenn wir jetzt gerade im zivilen Setting unterwegs sind als Polizisten, da wird irgendwie ein Zivilist nicht da liegen und hat auf einmal ein iFake in der Hosentasche stecken. Nee. Das heißt, da muss man auch mal sein eigenes Zeug nehmen, damit muss man aber auch planen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur ein individuelles Kit für uns dabei. Denn wir rechnen nicht damit, dass wir jetzt mit dem Zeug noch andere versorgen müssen, weil von uns hat jeder das Zeug dabei großartig. Mal so ein, zwei Sachen extra, mal hier nochmal ein Tourniquet extra und sowas, ja, das haben wir immer mal dabei. Aber im Schwerpunkt sind die Sachen dann für uns halt da. 100%. Das Schicke daran, wenn ich es als Bauchtasche trage, ist halt auch, dass besonders was so medizinisches Material angeht, da sollte man SOPs haben, Standard Operation Procedures, wo das medizinische Material eben gelagert ist, weil das sind eben Sachen, wo ich ja dann bei dir zum Beispiel Und da ran musst du muss wissen, wo und es ist. genau, da muss ich wissen, wo es ist. Und wenn ich das zum Beispiel als SOP festlege, dass als Hüfttasche getragen wird, Ja. dann ist dem Individuum aber wieder unheimlich viel Spielraum überlassen, wo er das dann eben individuell trägt. Das heißt, wenn er sagt, hey, Ja. mir gefällt das vorne zum Beispiel gut, da habe ich das da, damit bin ich happy, dann kann er es ja vorne tragen. Wenn er jetzt zum Beispiel wie ich persönlich, ich kann das gar nicht ab, wenn mir da vorne im Schritt was ist, ist einfach, da drehe ich einfach durch. Deswegen kann ich es aber hinten auf dem Rücken tragen und da ist es mir dann aus dem Weg. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in ein Auto einsteige Ja. und da für längere Zeit in diesem Fahrzeug bin, dann habe ich das auch wieder, dann schiebe ich mir das einfach schnell nach vorne und dann kann ich im späteren Verlauf wieder nach hinten schieben. Und da ist mir dann eine gewisse Freiheit immer eine SOP eben gegeben, sodass ich das wirklich auch individuell an mich anpassen kann. Oder auch wenn ich zum Beispiel einen großen Rucksack oder so trage, wo mich da, wo dadurch dann eine Druckstelle oder so eben hinten entstehen würde, kann ich es auch wieder nach vorne packen. Und deswegen finde Ja. ich das zum Beispiel wirklich eine schicke Sache. Da gehe ich 100% mit, weil gerade mit den Geschichten, auch wenn man lange im Helikopter sitzt oder sowas, man platziert sich ja sein Setup immer auf die Action. Also man bereitet sich das ja für die Action vor. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn man dann halt irgendwie eine Stunde oder sowas in einem Helikopterflug drin hockt und man hockt dann richtig dumm da und ist dann schon halb verkrampft, wenn man aus dem Ding aussteigt und auf einmal einen hasty approach, das heißt, es ist laut und man geht richtig schnell ans Gebäude ran, wenn man da anlandet und dann auf einmal ist in irgendein Bein eingeschlafen und man steigt aus und dann fängt man an zu humpeln oder was weiß ich was. Ist furchtbar ärgerlich, Ja, ja. das ist richtig ärgerlich, ja. Ja, noch ärgerlich ist, wenn sowas gefilmt wird, Noch ne? ärgerlicher ist, wenn sowas gefilmt wird, Ja, ja. das riecht blöd, ja. Das Ja. Ende hört man nicht, ja. Ja, was den Inhalt vom iFake angeht, da quatschen wir jetzt nicht drüber. Das ist Das nochmal so ein ist extra nochmal, Punkt, ja. genau, ein riesen Thema für sich selbst. Das ist auch was, was wir dann mit dem Marco gemeinsam machen. Genau. Da holen wir jetzt dann den Profi ran, der dazu noch was sagt.
Was ich noch einfach bei mir beim IFAC anmerken möchte, ich habe das hier schon mal rausgeholt, was ich mir hier vorbereitet habe, ich habe hier eine Trauma Shear, da kann man auch zum Beispiel die Leatherman Raptor, die ja viele kennen, kann man da dran machen, und ich habe die hier mit so einem Retention-System dran. Das bedeutet, ich habe die bei mir weggesteckt, ich habe hier eine Tasche dran, da ist sie dann aus dem Weg, und wenn ich dann daran arbeite, kommt die immer wieder zurück. So eine Shear ist auch grundsätzlich, besonders wenn ich hier zum Beispiel Leatherman Raptor dabei habe, ist es ein Tool, was ich auch für andere Sachen dann verwenden werde, und so kann ich einfach fallen lassen und dann ist es aus dem Weg. So ein System muss man sich halt überlegen, ob man das will. Das ist immer ein, sozusagen, also im Englischen sagt man Snag Hazard, also irgendwas, wo ich dran hängen bleiben kann. Ja. Das Teufel ist ein Eichhörnchen, die Schere kann aus der Tasche raus, bleibt irgendwo hängen und dann hänge ich damit halt dran. Das muss einem halt einfach bewusst sein. Deswegen sollte man das auch so anbringen, dass eben die Gefahr, dass irgendwas hier in diese Leine reinkommt und die dann raus, die daran hängen bleibt, dass die wirklich absolut minimiert ist. Das war sowas ganz wichtig, und man muss halt wissen, ob man das braucht. Da sprechen wir nochmal drüber bei der Pistole dann später. Genau. Es gibt Anwendungsbereiche, da macht man sowas, da ist das auch zweckmäßig. Es gibt aber Anwendungsbereiche, da nutzt man das nicht. Genau. Ja. Genau. Ja gut, dann kommen wir mal weiter. Und zwar fangen wir mal an, wenn wir schon mal bei der Pistole sind, fangen wir mal bei der Pistole an. Wir beide sind Rechtsschützen, das heißt, wir tragen die Pistole rechts. Wir tragen die auch sehr, sehr gerne nah an der Hosentasche. Das heißt, nah an Hosentaschenplatzierung, nicht weil das unbedingt sein muss, sondern das erleichtert uns das Training ein bisschen. Weil das ist eine natürliche Bewegung, die kann man mittlerweile, traurigerweise kann man die sehr gut, weil man greift immer wieder rein, sich entweder seine Hände zu wärmen ans Telefon oder an die Schlüssel. Das heißt, ja genau. Das heißt, man kommt da schon sehr, sehr intuitiv, langt man da schon gut hin. Und das machen wir uns zunutze in unserem Training. Muskelgedächtnis, man soll das irgendwann das Muskelgedächtnis übergehen lassen, braucht man eine gewisse Anzahl an Wiederholungen, sehr, sehr viele, das will man auch. Und deswegen platzieren wir uns die auch immer gleich, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Also einmal Pistolen, wir schauen uns erstmal die Pistolen selber an, die wir nutzen. Für alle, die Pistolen sind sicher, also da kommt keine Gefahr aus. Was nutzen wir für Pistolen? Wir nutzen beide die Glock 17. Ist eine, vielleicht nicht die allerpräziseste Pistole, die es auf dem Markt gibt. Vielleicht nicht die Pistole mit dem feinsten Abzug, die es auf dem Markt gibt, aber eine unglaublich universelle Pistole. Und gerade für den Dienstgebrauch ist es sehr, sehr zweckmäßig, muss man ganz klar sagen. Die ist unglaublich robust, es gibt sehr, sehr viele Anbauteile, man kann sich sehr, sehr individuell gestalten, wie man das möchte. Und unglaublich zuverlässig einfach. Und deswegen will man es auch. Und die Präzision ist immer noch in dem Rahmen, wo man sagt, das ist schon einwandfrei, da kann man richtig gut damit arbeiten. Aber man darf das nicht vergleichen mit irgendeiner fancy Gucci Highspeed Sportschützenpistole, wo wenn ich nur dran puste, der Abzug schon betätigt wird. Das ist für den militärischen Gebrauch, will man sowas gar nicht. Man will einen harten Abzug haben, aber deswegen nutzen wir die sehr, sehr gerne. Der Julius nutzt gerne in Schwarz, der mag schwarze Waffen, ich mag schwarze Waffen nicht so sehr, deswegen sind meine grundsätzlich immer irgendwie lackiert. Ich habe bei mir jetzt noch einen Red Dot auf der Pistole drauf, mache ich auch nur, weil ich jahrelang immer mit Kim und Korn geschossen habe. Ich kann genauso gut immer noch mit Kim und Korn einmal frei schießen, habe damit gar kein Problem, also mit mechanischem Visier. Will aber trotzdem einen Red Dot drauf haben, gerade mit Nachtsicht ist das eine super Sache. Ich kann halt mit Nachtsichtgeräten durch meine Optik noch schießen. Ich nutze das nicht, weil ich so primär besser oder schneller bin, natürlich so ein paar Nuancen kann man noch mal rausholen, aber sowas sollte man erst machen, wenn man wirklich der Meinung ist, man ist mit der Schießausbildung in Kim und Korn schon sehr weit fortgeschritten, dann bin ich der Meinung, kann man sich sowas holen. Man darf sich ja nicht vor der neuen Technik verschränken, das sollte man niemals machen, aber man darf niemals die neue Technik als Grundlage setzen. Also das ist nur so ein Add-on obendrauf, irgendwann, wenn man der Meinung ist, man beherrscht das Ganze. Und ja, ich habe bei meiner Pistole immer sehr gerne noch Grip Tape drauf. Ihr seht das hier, das ist im Endeffekt einfach nur das Tape, was auf dem Skateboard draufkommt, was oben drauf ist, das ist sehr, sehr geil, gerade wenn man jetzt ein bisschen schwitzige Hände hat und man mit der Kurzwaffe ohne Handschuhe arbeitet. Als Beispiel, was man zum Beispiel im Personenschutz oder sowas öfter mal vorkommen kann, da ist das schon sehr, sehr zweckmäßig und ja, ist nie verkehrt. Gerade wenn es jetzt dann irgendwann auch mal regnet und man keine Handschuhe und nichts anhat, da verliert man ein bisschen an Grip und so hat man immer den Grip und kann das 100% gewährleisten, dass das einfach passt. 100%. Ja, zu unserem Holster. Wir haben beide ein Holster von Holsterwerk, sind auch sehr, sehr zufrieden mit den Holstern. Top-Qualität, wieder made in Germany. Sind Kydex-Holster, das heißt, die halten durch ihren Formschluss. Das heißt, man braucht bei dem Holster nicht nochmal zwangsläufig eine extra Sicherung. Das heißt, man steckt das Ding rein und das hält durch den Formschluss alleine. Wir haben damit schon alles Mögliche gemacht, Kopfüber, Geschichten, was weiß ich was. Das Teil, das fällt nicht raus, das hält da drin. Und es lässt sich auch unglaublich schwer in einem schrägen Winkel rausziehen. Das heißt, wenn wir anders, wir haben es immer wieder, wenn wir jetzt als Verwundete irgendwo sind und jemand will uns entwaffnen, was man da machen sollte, die kriegen die Pistolen teilweise gar nicht aus dem Holster raus, weil die irgendwie schräg anfangen zu ziehen und das funktioniert nicht. Das heißt, man kann die sauber nach oben hin rausziehen, wenn man damit arbeitet und so kann man sie auch sauber wegstecken, aber in einem anderen Winkel lässt sich schwer rausziehen
Und ja, wir sind super zufrieden mit dem Holz dann. Ich habe meins ein bisschen modifiziert. Ich Du mache mir das hast immer gerne. sozusagen das Ja. Level 1 Genau, und ich das habe. heißt, ich habe halt nichts da, was irgendwie die Sicherung nochmal darstellt, weil wenn ich dran greife, ich will gleich einen sehr, sehr guten Griff an meiner Pistole haben. Und du Genau, willst. ich habe bei mir habe ich das Level 2, das hat hier noch einen Zugriffsschutz. Diesen Zugriffsschutz, der ist sozusagen ebenfalls unabhängig von der Retention, also von der Sicherung der Pistole, sondern es ist einfach nur nochmal eine zusätzliche Sicherung, die ihm darüber hinaus nochmal gewährleisten kann, dass keiner reingreifen kann. Ich habe die bei mir dran, weil eben der Großteil der Polizeieinheiten eben auch damit arbeiten und somit ist es eben mein Ziel derzeit 30.000 Schuss mit der Kurzwaffe zu sammeln. Mit diesem Retention-System, dass ich da eben voll und umfänglich aussagekräftig drüber bin, was das Ganze angeht. Aber natürlich schießtechnisch ist natürlich schicker, je weniger hier dran ist. Hinzuzufügen möchte ich noch sagen, bei so einem Holster kann man sich in der Regel oder bei einem guten Holster kann man sich immer einstellen, wie fest der Halt von der Pistole in dem Holster drin ist. Und da empfehle ich euch immer wirklich auch einen richtig robusten, festen Halt. Ich persönlich, ich könnte mir es niemals verzeihen, wenn ich in irgendeiner Situation meine Pistole verlieren würde. Gleichzeitig habe ich aber auch keine Lust darauf, 20 Sicherungsmechanismen an meinem Holster zu haben, die verhindern, dass die Pistole rausfallen können. Und deswegen ist es da eben auch wieder also unheimlich wichtig, dass dieses Holster auch fest sitzt, dass es wirklich sauber an dieser Stelle ist. Deswegen, wie vorne auch schon empfohlen, entweder direkt auf dem Gürtel an die Hose ran oder eben mit einem Unterklettgürtel daran. Und besonders wenn ihr dann eben hier ein hohes Zuggewicht aufbringen müsst, um das also aus der Halterung vom Holz rauszukriegen, dann ist immer einen Beinriemen zu empfehlen, sobald das Holz dann nicht mehr wirklich direkt auf dem Gürtel sitzt. Das heißt, ihr seht hier ist ja dahinter die Adapterplate, die das Holz sozusagen ein bisschen tiefer sitzen lässt. Das ist deshalb schick, weil ich dann einfach die Waffe ein bisschen besser ziehen kann, besonders mit viel Ausrüstung. Aber wenn das Holster wirklich fest ist und ich dann keine Retention unten habe, dann flappt das Holster so zur Seite weg, wenn ich das fest eingestellt, wenn ich die Waffe ziehen möchte. Deswegen da so Beinriemen, der muss auch nicht sonderlich fest eingestellt werden. Also das ist jetzt nicht, damit kann ich kein Tourniquet ersetzen. Sollte ich auch nicht. Aber der verhindert eben, dass sie zur Seite da wegklappt. Und gerade dann ist der Winkel vom Ziehen wieder her sehr, sehr schwer. Bei Kydex-Holstern kriegst du schwer raus, die Waffe. Und ist einfach vom Mechanismus her schlecht. Und es ist nochmal eine Sicherung, nochmal eine zusätzliche Sicherung, dass das Holz auch da bleibt, wo es einfach hingehört. Und ein so ein Leg-Strap, der schadet überhaupt nicht. Es gibt ja immer noch Beinholster, wirklich tiefe Beinholster, die man früher sehr, sehr gerne getragen hat. Das macht man mittlerweile schon sehr, sehr lange nicht mehr. Man verliert einfach viel an Stauraum, was seine Klamotten angeht. Und es ist einfach vom ganzen taktischen Ablauf her ist es gar nicht mehr so zweckmäßig, dass man das da unten trägt. Aber das ist dann nochmal ein ganzes Thema für sich, was das Holster so an sich angeht. Aber wie gesagt, sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Ist wieder ein Produkt, hergestellt in Deutschland. Und das freut uns so oder so immer, wenn man das schon kombinieren kann, das Ganze. Absolut, ja. Okay, hast du noch was zum Holster? Möchte mich. Dann gehen wir erstmal zu den Pistolen-Magazintaschen. Das vereinfacht mir das Training ja immens. Unser Setup ist recht ähnlich und es liegt einfach daran, dass wir sozusagen die gleichen Gedankengänge verfolgen. Also der erste Gedankengang da sollte einfach sein, okay, erstmal was ist mein Auftrag.